Hallo und willkommen zurück bei FIFA 16. Ja, nachdem es in der letzten Folge Gott sei Dank wieder etwas erfolgreicher lief, nicht so wie gegen die Wölfe davor, wo wir ja echt Schwierigkeiten hatten, geht es nun weiter in der Bundesliga gegen die Hertha aus Berlin, die da auf uns warten. Und zwar spielen wir im Berliner Olympiastadion. Und wir haben erstmal zwei Mails. Bobadilla will über sein Gehalt sprechen und Kusk will Spielzeit. Ja, na, wer will das nicht? Der Kader ist nun mal breit. Aber das Gehalt von Bobadilla, da können wir mal drüber reden. Ich meine, in letzter Zeit hat er ja gezeigt, dass er mehr kann. Vor allem jetzt Ende letzter, Anfang dieser Saison wurde er ja immer stärker. Ich gehe mal stark davon aus, dass er so auf die 90.000 würde, wollte ich sagen, geht. Ich verlängere mal um 2 Jahre und natürlich ist er ein essentieller Stammspieler, wie immer. So, nun geht's rein ins Spiel. Wir haben ein paar Spieler, die nicht spielen können am heutigen Tage. Die Aufstellung an sich, Townsend ist da ziemlich müde. Bringen wir für ihn Esswein und für Townsend nehmen wir einfach mal Kajubi mit. Lenglet kriegt auch mal eine Pause. Für ihn lassen wir Klavan ran. Und wo haben wir den letzten? Na ho, den wollte ich mitnehmen. Tja, ansonsten Bellerin. Würde ich sagen, tauschen wir mal mit Opa Rä. Bellerin geht da mal für Stylefelidis auf die Tribüne. So, ich würde sagen, so lassen wir es soweit. Nur Hofmann nehme ich nochmal mit. Und ja, ich würde sagen, so gehen wir in dieses Spiel rein. Das sind die Parallelspiele, habt ihr mal kurz drüber schauen können. Und dann mal los. Ja, ich hoffe einfach mal, dass wir an die Erfolge der letzten Spiele anknüpfen können und dementsprechend den Druck mal nach oben weiter aufrecht halten können. Das Berliner Olympiastadion scheint ausverkauft, haha, wie alle Spiele bei FIFA. Das ist so eine Sache, die ich ein bisschen schade finde. Ich finde, was die Optik angeht, fände ich es ganz schön, wenn die Zuschauerzahlen dementsprechend auch schwanken würden, dementsprechend auch die Einnahmen zum Beispiel für die Vereine und so weiter. Sprich, dass man das optisch ein bisschen darstellt. Fände ich schöner bei FIFA. Vielleicht kommt es ja in der Zukunft. Ich finde, das hat irgendwo etwas. Immer volle Stadien, klar, schön, ist auch ganz schön, aber der Atmosphäre mäßig, zum Beispiel eine Mannschaft, die unten irgendwo im Keller steht, wird nie immer ein volles Stadion haben, vor allem kleinere Vereine nicht. Und, würde dem Ganzen noch ein bisschen mehr Atmosphäre verleihen, in Anführungsstrichen, natürlich, weil natürlich schwindet damit natürlich die Atmosphäre auch, also die akustische Atmosphäre. Aber auch wenige Zuschauer können viel Krach machen. Also meine Erfahrung heraus, wenn ich da zum Beispiel die Fans von Rapid Wien nehme, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal live erlebt habt im Stadion. Also die Jungs, die können richtig Krawall machen und das mit gerade mal 4000 Mann auf Auswärtsfahrt. Muss man den Jungs lassen, also die machen Krach für 10.000 andere. Das ist schon bemerkenswert. Nur mal so als Beispiel genannt. Naja, gut, das wollte ich nur mal so vielleicht mal anmerken, so nebenbei. Und während das Spiel hier so läuft, so die erste Halbzeit, möchte ich auch mal über die aktuelle Bundesliga-Situation reden. Hat sich einer verletzt? Ich hoffe mal nicht. Und zwar, wie seht ihr momentan die Bundesliga-Saison? Also ich bin momentan mehr als überrascht. Die Spieltage werden immer verrückter. Was aber auch teilweise meiner Meinung nach an den teilweise katastrophalen Schiedsrichterentscheidungen liegt. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, bin ich ganz ehrlich,
um den Videobeweis zu bekommen, dass die Schiedsrichter extra hier und da Fehler machen oder weil sie ein schlechtes Gewissen haben bei einer Entscheidung, treffen sie dann eine andere bescheuerte Entscheidung. Wie zum Beispiel jetzt an diesem letzten Spieltag. Huiuhu. Ein Zufallsereignis. Ja. Und ja. Eieiei. Da frage ich mich dann noch ernsthaft, was momentan los ist. Also es sind wirklich so viele Fehlentscheidungen getroffen werden. Klar, abseits gab es schon immer mal Fehlentscheidungen. Boah, das war knapp. Aber wenn man sieht, wie viele Tore aberkannt waren, werden aufgrund vermeintlicher Abseits Stellungen oder halt... ja, halt nicht gegebene Tore oder Elfmeterentscheidungen, wie es auch an diesem Spieltag wieder war, bei Darmstadt zum Beispiel. Ich meine, da gab es auch noch andere Situationen, die total sinnlos waren, aber zum Beispiel der Elfmeter, der am Ende zum 2:2 führte. Ah, Leute, also wenn das ein Elfmeter war, dann kannst du praktisch jeden Zweikampf im 16er abpfeifen. Das ist einfach nur lächerlich. Aber was soll's. Der Videobeweis ist ja beschlossene Sache und ich hoffe, dass das dann endlich ein klein wenig angenehmer wird. Wird hier fast das 1:0 fällt. Was eine riesen Torschance. Boah, das Bein noch dazwischen und der Ball wäre mit Sicherheit im Tor gelandet. Und hier aber die nächste aufs Tor. Mann. Naja, also der FCA bis jetzt, boah, mit einem guten Spiel, nur im Spielaufbau manchmal den ein oder anderen noch gravierenden Fehlpass. Das müssen wir dringend unter Kontrolle halten. Nicht, dass wir hier noch dadurch irgendeinen Gegenstoß bekommen, der mitten in unser Aufbauspiel halt stößt und dementsprechend, ja, ins offene Messer uns laufen lässt. Jetzt aber Opare mal, versuchen wir es mal mit ihm. Setzt sich da gut durch. Wow, gut gemacht. Nee. Das war gar nichts. Tja, zur Halbzeit 0:0. Oder passiert hier noch was vor der Halbzeitpause? Ich meine, erfolgreich sieht anders aus, aber da ist ja auch noch alles drinne. Lasogga jetzt mal, schickt der Bobadilla in den Strafraum. Boah, Bobadilla! Dicke Möglichkeit. Die zweite dicke Möglichkeit, wieder kein Tor. Boah. So, Ivan Gelister. Der den verletzten Çalhanoğlu ersetzt. Naja, ein 0:0 zur Halbzeit. Also da ist auf jeden Fall noch alles drinne. Tja, was tun? Ich würde sagen, wir bringen Stafelidis für Baba, der doch relativ müde schon ist. Und auch Lasogga wechseln wir mal aus. Nicht, dass die
überspielt sind am Ende. Wow. Na, es war ihn bisher noch blass, aber wir wissen ja, er kann immer mal für eine Aktion gut sein. Das war jetzt gut gemacht und da schickt er Opari, der da fast durchkommt, aber so gibt's nur Eckball. Oh, das war jetzt nicht gut, das war ein bisschen kurz. Aber wieder der Ball. In unseren Reihen. Oh, Riesenszene. Schön gespielt. Kriegt er den noch rüber? Nein. Ja, im Hessen. Nicht im Hessen-Derby, weil. Ja, Mainz und Frankfurt machen es richtig spannend. Und jetzt wird es gefährlich. Da kommt Ibisevic. Aber. Ja, das ging nochmal gut. Natürlich ist es nicht das Hessen-Derby. Es ist einfach nur. Ey. Ein. Ja, es ist halt ein, ja, wie soll man sagen, ein ziemlich nahes Derby zweier Mannschaften. Da haben es die Auswärtsfans nicht sonderlich weit. Oh, immer diese kleinen Fehlerchen. Aber auch Berlin tut sich da schwer. Jetzt vielleicht mal. Schön gespielt und da ist der Platz und da ist auch das 1-0. Endlich, nach den letzten Möglichkeiten in der ersten Halbzeit, nun endlich der Toröffner im wahrsten Sinne des Wortes. Hier nochmal schön gemacht, dann die super Übersicht und dann steht er ganz frei und haut das Ding ins lange Eck zum 1-0. War auch schwer zu sehen für den Torwart. Und so macht Evangelista erneut ein Tor zum 1-0 diesmal. Wieder ein sehr wichtiges Tor. Und das Berliner Olympiastadion gerade sehr still. Und das war natürlich ein Riesenfehler. Jetzt ist Castaños die dicke Möglichkeit, das Spiel auf 2-0 zu stellen. Castaños! Eieiei. Da war er fast ganz alleine vor dem Torwart. Und da war deutlich mehr drin. Und die nächste Chance und auf der Linie geklärt. Mann, das gibt's doch gar nicht. Oh, da hat sich einer verletzt, so wie es aussieht. Oder? Er bewegt sich wieder. Er steht gleich wieder. Gott sei Dank, das ging nochmal gut. Ja, wohin mit der Kugel? Da steht er ein bisschen blöd. Wäre vielleicht abseits gewesen, deswegen der Pass nicht gekommen. Aber der Pass und der Abschluss und das 2-0. Richtig stark. Ballannahme, direkter Abschluss. 2-0. Richtig gut gemacht. War schon wieder Evangelista. Hier nochmal der Pass vom Bayer. Und dann Annahme, Abschluss, flach ins Eck, 2-0. Lukas Evangelista. Also er ist richtig stark dieses Jahr. Und ich würde sagen, der letzte Wechsel, den können wir jetzt auch noch vornehmen. Ja, mein Gott, wir haben so viele Stürmer dabei, ist mir gar nicht aufgefallen. Es war ein leicht angeschlagen. Hofmann, ach komm, bring mal Kajubi diesmal für Kuh noch ins Spiel. Wenn wir schon Kajubi dabei haben. Oh, der dicke Fehler in der Abwehr. Und da wäre beinahe der Anschluss gefallen. Ging noch mal gut. Und es bleibt erstmal beim 0-2. Oh, mein Gott, was ist denn da los? Himmel, Riesenchaos im 5-Meter-Raum. Und jetzt schöner Seitenwechsel, da kommt wieder Castaños ganz frei an den Ball. Ah, und da vertändelt er die Kugel. Und es bleibt beim 0-2. Schade. Da war mehr drinne. Der Pass war richtig stark. Über die Abwehr hinweg. Aber Jonathan Tah macht das eiskalt. Nur das mit dem Klären hat er noch nicht so. Und die nächste Chance. Wow. Und jetzt ist Eckball. Meine Güte.
76. Spielminute, steht 0-2. Und es sieht alles ziemlich gut aus. Also wir müssen nur aufpassen, dass wir natürlich jetzt nicht nochmal den Gegner stark machen. Der angeschlagene Esswein. Jetzt Castaños mal mit Tempo. Oh, das war auf jeden Fall ein Foulspiel und das muss Freistoß geben. Und es wartet als nächstes das Pokalspiel gegen Schalke. Und hier gibt es erstmal die gelbe Karte. Und ich glaube, es gibt nur Freistoß, wenn ich das richtig gesehen habe. So ist es. Bobadilla. Ne, das war zu nah vor das Tor. Die Wechsel sind ja alle durch bei uns. Hoffen wir mal, dass Esswein-Verletzung nicht gravierend ist. Und das müsste, glaube ich, Abschluss geben. Nein, es gibt Ecke. Sah für mich eher nach Abschluss aus. Aber gut, vielleicht habe ich da auch etwas übersehen. Und das ist was für unseren Palacios, der sich auch die Kugel schnappt. Und dann versucht, das Spiel schnell zu machen über Esswein. Der sich da aber abkochen lässt im Zweikampf. Ich dachte, sag mal, ich mache hinten jetzt mal dicht. Erstmal diese Abseitsentscheidung. Und wieder Esswein. Ah! Und wieder ein Fuß dazwischen. Oh, Gefahr. Gut verteidigt. Also die drei Punkte scheinen wir im Sack zu haben. Und das gibt Abstoß. Wieder Zeit für uns zum Runterlaufen lassen. 2 Minuten Nachspielzeit sind noch offen und dann ist dieses Ding hier durch. Und defensiv war das eine sehr konzentrierte Leistung, auch wenn wir in der ersten Halbzeit das ein oder andere Problemchen hatten, aber insgesamt am Ende eine starke Leistung. Die 4 Minuten Nachspielzeit sind rum, es dürfte jeden Augenblick der Abpfiff ertönen in dieser Partie. Und das war's. 2-0 gewinnt hier der FCA verdient in Berlin und schließt damit wieder auf die Spitzengruppe auf und setzt sie damit auch unter Druck. Vor allem, da Bayern auch verloren hat. Leverkusen hat verloren. Eieiei, für Leverkusen sieht es im Moment gar nicht gut aus, um es mal so zu sagen. Spieler verletzt, Esswein fällt für 5 Tage aus. Okay, damit kann ich leben. Ja, ich schau mal eben ganz kurz in die Bundesliga-Tabelle. So sieht es momentan aus. Die Bremer könnten mit einem Sieg noch auf die 6 springen. Leverkusen nur auf der 11. Wir reden hier vom deutschen Meister des letzten Jahres. Das ist schon hart. Stuttgart auf der 2. Die Bayern nur auf der 5. Die Bayern richtig schwach in die Saison gekommen. Augsburg jetzt 4. Es sind immer noch 7 Punkte auf das Spitzenduo. Aber man ist langsam wieder auf Tuchfühlung. So, dann mal schnell weiter hier in diesem Spiel oder beziehungsweise in dieser Woche. Und Raul Bobadilla sagt, er bleibt gerne. Das ist ja schön. Das höre ich besonders gerne. Ich habe entschieden, dass ich bleiben will, Trainer. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie Geduld mit mir hatten und mich unterstützt haben. Es bedeutet mir viel, so gut aufgenommen worden zu sein. Und es fühlt sich an wie ein neues Zuhause. Hallo, du spielst hier schon ein paar Jährchen bei mir, glaube ich. Naja, auf jeden Fall gehen wir jetzt direkt ins Pokalspiel. Ganz wichtig für uns. Gegen Schalke wird ein schweres Spiel. Evangelista, der richtig gut dabei ist. Ich werde Altintop dennoch einmal mitnehmen. Ansonsten würde ich sagen, werden wir genauso spielen, wie es da steht momentan. Nur für Parker nehme ich Hofmann. Da ist auch Hofmann. Nehme ich Hofmann mit. Ja, und dann geht es rein in dieses Pokalspiel, in diese Pokalspiel. Es sind ja noch etliche Parallelspiele, die um 19 Uhr starten. Bin ja mal gespannt, wie dieses Spiel wird.
Auf geht's. Augsburg gegen Schalke 04. Hier und heute. Zu Hause. Auf Schalke bin ich sehr gespannt. Es wird auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit für uns. Da gehe ich mal sehr stark von aus. Lukas Evangelista, der momentan meiner Meinung nach beste Spieler in unserer Mannschaft. Okay, Moment mal, hier stimmt was nicht. Ich klassisch. Okay. Okay, irgendwas ist eigenartig. Muss ich jetzt mal beobachten. Okay, also irgendwas ist hier gerade nicht so, wie es sein soll. Ich werde mal ganz kurz die Folge unterbrechen. Ja, hallo und da bin ich wieder. Ich hoffe mal, dass das gröbste Problem jetzt behoben ist. Da hat sich mein Controller so ein bisschen aufgehangen und ja, deswegen war das mit dem Steuern nicht mehr allzu gut. Aber wundert euch nicht, ihr seht, bin jetzt schon ein paar Minuten weiter vor und dementsprechend, habt ihr ein paar Minuten verpasst, aber nichts Schlimmes, wie ihr seht, es sind keine Tore gefallen, alles beim Alten. So, es gibt Eckball. Tut natürlich leid für diese Unterbrechung und dass da dieses Spiel ein klein wenig aus, ein paar Minütchen fehlen. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich hoffe auch, dass das jetzt erstmal funktioniert, was ich hier noch so an Kontrolle habe. Und hier die erste dicke Chance für den FCA bei diesem Angriff. Wow, da kommt der angerauscht. Meine Güte, also dass er da nicht rot sieht, hat er Glück gehabt. Der Pass, der war jetzt hier vielleicht was. Hui, der hat aber genau gepasst. So, Townsend, kann er da mal mit seiner Geschwindigkeit mal was reißen? Jein. Da kann sich das Zocker nicht durchsetzen. War aber auch schwierig nach diesem Pass. So. Also bisher läuft das Spiel ganz gut. Bin ich ganz ehrlich. Starke Leistung. Ah, stark von Townsend. Jetzt fehlt natürlich die Anspielstation. Aber da kommt sie doch noch. Und dann ist es ein Schalker Spieler, der da seinen Fuß noch dazwischen stellt. Das weiß ich gut von Lukas Evangelista. Da sah die Abwehr nicht gut aus und die Flanke landet Gott sei Dank im Seiten aus. Tja, so geht's weiter. Hannover trifft auf Schalke im nächsten Spiel. Das sah aus wie Handspiel, gibt auch
erst einmal. Boah. Ja, das war jetzt gar nicht gut gemacht. Jetzt müssen wir nur wieder aufpassen, dass Schalke hier nicht in den Konter kommt. Ah. Konzentration im Spielaufbau, sage ich dazu nur. Das war gut in den Zweikampf gegangen und jetzt vielleicht der Konter. Lasogga, oh, da legt er sich den Ball einen kleinen Takt zu weit vor. Dadurch schwierig zu handeln. Nochmal ein Angriff, noch ist nicht Halbzeit. Aber wieder zu ungenau. Nee, wir sind mittlerweile in der 40. Minute. Es steht weiter 0:0. Wow, und das gibt wahrscheinlich auch nochmal eine gelbe Karte. Also unser Außenverteidiger heute ein bisschen rabiat. Ah, war gar nicht unser Außenverteidiger, war sogar Jonathan Tah. Unser Innenverteidiger. Wow. Ja, die Schalker kommen gut über die Standards. Es war auch schon bei den Ecken so. Und jetzt geht's über Townsend. Nach vorne, dachte ich jetzt vielleicht mal. Jetzt Bellerin, der ja beim Sieg in der letzten Partie nicht mit dabei war. Ja, und die Flanke ist natürlich zu nah vor das Tor gezogen. Das kann natürlich nichts werden. Tja, 45 Minuten gleich rum. Es steht 0:0 zwischen diesen beiden Mannschaften. Ein enges Duell. Und es gibt der Pass nochmal auf Evangelista. Evangelista und aus dem Spitzenwinkel versucht das. Und der Ball zur Ecke geklärt vom Keeper. Townsend mit dem Eckball. Lasogga übers Tor. Halbzeit 0:0. Eine intensive erste Halbzeit. Und nun geht es in Halbzeit 2. Bei den anderen Spielen sieht es so aus. Alles noch unentschieden. Darmstadt und Mainz, Freiburg und Gladbach. Und auch Bochum gegen Braunschweig. Das letzte Spiel, oder letzten anderen Spiele, die späten Spiele, natürlich noch nicht angepfiffen. So, bringen wir mal Feuner, der immer schwächer wird. Natürlich dem Alter geschuldet. Versteht sich ja von selbst. Der Pass kommt super und die Schalke mit der dicken, dicken Möglichkeit. Hurr. Ja, ist ja gut, ich spiele ja schon. Entschuldigung. Müsst ihr nicht pfeifen direkt. Boah, mutiger Pass. Und die nächste dicke Möglichkeit. Jawohl, und das ist 1:0. Da setzt er sich einfach mal durch. Pierre-Michel Lasogga wird da erst noch abgeblockt. Und dann holt er sich die Kugel noch einmal. Und natürlich die freie Auswahl, wo er den Ball hinschiebt. Für den Torwart gibt es da nichts zu holen. 52. Minute Führung für den FCA. Und der Weg ist frei ins Achtelfinale, glaube ich, als nächstes war es. Ja. Und da geht Mainz zu Hause gegen Darmstadt in Führung. Also im Moment läuft es beim FCA. Und da pfeift er doch noch. Ich dachte, das pfeift er jetzt nicht.
Ja, für die Schalker wird es natürlich schwierig, jetzt hier zurückzukommen. Ich sag mal, die letzten Partien, bis auf, wenn man das Wolfsburg-Spiel jetzt mal rausnimmt, war das, ja, eigentlich die Mannschaft, die wir so erwartet haben. Stark, effektiv und halt immer für eine Überraschung gut. Und er kommt durch! Nächste dicke, dicke Möglichkeit. Und da kommt schon wieder der FCA. Eine Szene nach der anderen hier. Da. Jetzt muss Jonathan Tah aufpassen. Nicht, dass er da die gelbe Karte jetzt sich nur einfängt. Was dann gelb-rot wäre. Schalke hier im nächsten Wechsel. Nastasic ist also noch bei denen. Szene, aber... Also das, was Schalke da leistet in der Offensive, ist bisher noch sehr überschaubar. Nur in der ersten Halbzeit mal ein, zwei Szenen. Da hat es mal ein bisschen aufgeblitzt. Deren Klasse. Das ist, könnte jetzt auch mal vielleicht eine interessante Szene werden. Die warten wir auf alle Fälle noch ab, bevor wir wechseln. Okay. Das ist erstmal, geht erstmal nach hinten. Und Evangelista tauschen wir mal mit Altintop, damit Altintop auch mal wieder ins Spiel kommt. Und dann bringen wir noch Hofmann für Bobadilla. Tja, also die Schalker mühen sich immer noch in der Offensive. Irgendwie kommt dann nichts zustande bisher. Und wir, ja, kommen auch nicht wirklich nach vorne. Also es ist momentan wie verhext. Auf beiden Seiten viele leichte Ballverluste, dadurch wenig Spielfluss. Jetzt vielleicht über Bellerin mal. So, Altintop versucht sich davon zu stehlen, aber da braucht er zu lange, um den Ball wieder loszuwerden. Und da verletzt sich ein Schalker. Ja. Sydney Sam verletzt. Und die nächste Chance für die Schalker, aber. Ja. Aber wieder nur die Hintertorstange. Also es ist bei den Schalkern wie verhext, aber die Schalker erhöhen hier die Schlagzahl. Kommen da schon wieder. Gibt Freistoß. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt hinten endlich mal dicht. Kommt der Freistoß über das Tor. Keine Gefahr an dieser Stelle. Und da geht er wieder dazwischen. Jetzt die Chance für die Schalke auf dieselbe Art wie wir eigentlich. Und dann wird der Ball noch durch einen Fuß gebremst. Wow! Wieder der Ballverlust, aber nichts machen die Schalker daraus. Es bleibt beim 1:0 und die Zeit läuft den Schalker nach vorne. Nur noch 5 Minuten und der FCA führt hier mit 1:0. Aber die letzte halbe Stunde, vor allem nach dem Tor, dann doch eher
war ja mehr schlecht als recht, aber jetzt die dicke Chance zur Entscheidung. Und da ist es auch. 2:0 für den FCA. Klassisch ausgekontert. So muss das laufen. Richtig stark gemacht. Und unser Jugendspieler Fabian Hofmann erzielt hier das 2:0 in der 88. Spielminute. Und damit ist es durch. Der FCA wird den FC Schalke 04 schlagen. Für Schalke natürlich gravierend, diese Pleite. Natürlich gravierend, einfach deswegen, weil die Einnahmen hätten sie gut gebrauchen können. Und noch ist nicht Schluss. Nochmal kommt der FCA nach vorne und verliert den Ball. Tja, die Schalker werden wohl nichts mehr erreichen. Auch wenn sie hier nochmal den Ball abfangen. Wow. Wieder so eine kuriose Szene. Und es passiert, und da ist es am Ende bei 2:0. Und der FCA kann sich auf die nächste Runde freuen. Da die restliche Mainz macht's knapp. Gladbach scheitert an Freiburg. Etwas überraschend. Und Bochum gegen Braunschweig endet in der Verlängerung. Wir freuen uns natürlich über das Turnierpreisgeld. Dann schauen wir nochmal eben ganz kurz auf die Ergebnisse des DFB-Pokals. Also Köln schlägt 1860, Nürnberg unterliegt Hoffenheim, Dortmund besiegt Stuttgart, Ingolstadt schlägt Heidenheim, Düsseldorf gewinnt in Berlin, etwas überraschend, Leipzig schlägt Union Berlin. Also keine gute Pokalrunde für die Berliner Mannschaften. Pauli unterliegt Paderborn, Sandhausen gegen Bremen mit einer Niederlage. Die Leverkusener schlagen überraschend die Wölfe. Augsburg, wie gesehen, gegen Schalke gewonnen. Bayern schlägt Hannover. Lautern unterliegt Hamburg. Karlsruhe schlägt Frankfurt. Darmstadt unterliegt Mainz. Freiburg schlägt Gladbach. Und Bochum gewinnt in der Verlängerung gegen Braunschweig. In der nächsten Runde sieht es dann so aus. Wir treffen auf Leipzig. Leverkusen gegen Karlsruhe. Die Bayern bekommen es mit Paderborn zu tun. Also richtig interessante Spiele. Ich freue mich drauf. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann wieder hier im nächsten Ligaspiel gegen RB Leipzig. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.